Liebe Schwestern und Brüder, von der heiligen Teresa von Avila, da ist uns das Wort überliefert, man soll Gott auch zwischen den Kochtöpfen finden. Was sie damit gemeint hat, wohl nicht nur an heiligen Orten und an geweihten Stätten ist Gott zu finden und zu suchen, sondern überall dort, wo wir leben und wo wir sind. Deshalb freue ich mich, ihr habt sicherlich schon erahnt, mit meiner mobilen Sakristei unterwegs. Deshalb freue ich mich, dass wir heute wieder gemeinsam an außergewöhnlichen und ungewöhnlichen Orten die Heilige Messe übertragen. Jesus spricht von sich als das Brot des Lebens. Was liegt deshalb näher, als einmal miteinander die Heilige Messe hier aus der Bäckerei Linz in Dreilsdorf zu filmen und die Heilige Messe zu feiern? Denn das Brot des Lebens ist das, das uns nährt tagtäglich, Speise sein will für Leib, aber auch für die Seele. Folgt mir doch einfach einmal nach. Guten Morgen, Pfarrer! Was hätten wir denn gern? Ich möchte gerne einen Gottesdienst da feiern. Na freilich, gar kein Problem, Pfarrer. Dann gehen wir in die Backstube, ist schon alles vorbereitet. Also das ist ja wirklich ordentlich schön geworden. Für mich bleibt es jetzt bloß nur, dass ich mich schnell umziehe. Ihr, liebe Schwestern und Brüder, könnt dabei zuschauen, wie die Brezen gebacken werden. Liebe Schwestern und Brüder, beginnen wir also an diesem Sonntagmorgen die Heilige Messe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, die Liebe Jesu Christi des Herrn
Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Wollen wir also zu Jesus Christus rufen, der sich selbst ja wie passend als Brot des Lebens bezeichnet hat. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, auf dem wir gehen möchten. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist die Wahrheit, der wir Gehör schenken wollen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist das Leben, in dessen Fülle wir eintauchen können. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Ja, Herr, um dein Erbarmen bitten wir und so wollen wir beten. Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen wurde die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in die Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen, in der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt werden von Brot und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als ich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sagte die Menge zu Jesus: Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen. Wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
In Gottes Backstube, liebe Schwestern und Brüder, in Gottes Backstube hat mich der Abschnitt aus dem Johannesevangelium entführt. Und in Gottes Backstube möchte ich auch euch heute Morgen einmal mitnehmen. Denn hier herin bäckt Gott Brot der ganz besonderen Art. Brot, das ich in keiner Bäckerei der Welt kaufen kann, aber Brot, das letztendlich so unheimlich lebensnotwendig ist. Und Gott verwendet dafür letztendlich ganz einfache Zutaten. Als Mehl, das den Teig bindet, mischt Gott seine Treue in dieses Brot. Und wie eine Prise Salz, so setzt er dem Himmelsbrot letztendlich den Geschmack der Freiheit bei. Aber damit nicht genug. Dieses Brot, das uns Tag für Tag Kraft gibt, dieses Himmelsbrot oder anders, ich möchte es Liebesbrot nennen, denn dieses Brot ist letztendlich wie die Liebe, die immer größer und reicher wird, je mehr sie geteilt wird. Denken wir dabei doch nur einmal an die Speisung der 5000. Alle wurden von diesem Liebesbrot satt, weil sie einander teilten. Und als Sauerteig mischt Gott unter dieses Brot die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft, liebe Schwestern und Brüder, das ist so wichtig. Dieses Brot des Lebens, dieses Liebesbrot, dieses göttliche Brot, es führt zusammen. Es macht Gemeinschaft. Ja, Gottes Liebesbrot bringt die Menschen zusammen, über alle Grenzen hinweg. Reiche und Arme, Kinder und Alte, Männer und Frauen, Zweifelnde und Hoffende, Zugewanderte und Einheimische. Liebe Schwestern und Brüder, welch wunderbares Brot doch Gott in seiner Backstube bäckt. Himmelsbrot, Liebesbrot, Brot des Lebens. Und alles gibt Gott in dieses Brot hinein, das ihm lieb und teuer ist. Seine ganze Liebe gibt Gott in dieses Brot. Seine Liebe zu uns Menschen, die sich in Jesus Christus zeigt. Im Kind, in der Krippe, an der Seite der Ohnmächtigen und Schwachen. Bei dem, der sich mit Zöllnern und Sündern abgibt und so deutlich macht, es gibt immer wieder eine zweite Chance. Und seine Tränen gibt Gott in dieses Brot hinein, die Tränen, die er für die Welt vergießt, für uns Menschen im Mitleiden, mit dem Leiden am Kreuz und seine ganze Hoffnung. Gott in dieses Brot hinein. Die Hoffnung, die in der Auferstehung jegliche Gewalt nimmt. Die Hoffnung, die Leben schenkt, auch durch den Tod hindurch. Liebe, Tränen, Hoffnung. Das ist die Backmischung für das Brot des Lebens, liebe Schwestern und Brüder. Und wer davon isst, wird nicht mehr hungern. Hoffentlich, liebe Schwestern und Brüder, hoffentlich lassen wir uns dieses Brot auch immer wieder einmal schmecken. Dieses besondere Brot, das Gott uns immer wieder neu und dankbar zur Speise gibt. Amen.
Stärken. Das Brot deines Sohnes will unsere Seele stark machen. Wir rufen zu dir. Hilf uns, in unserem Leben mehr Brot zu reichen als Steine. Hilf uns, mehr zu teilen mit denen, die weniger haben. Hilf uns, das Brot des Lebens als kostbares Geschenk aus deinen Händen anzusehen. Hilf uns zu glauben, dass wir unsere verstorbenen Familienangehörige einmal wiedersehen beim himmlischen Mahl. Ja, um das Brot gegen alle Not und um das Brot gegen den Tod bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Durch das Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder. Erhebst du den Geist, gibst du uns die Kraft und den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, und vollende dein Volk in der Liebe,
vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen, und führe auch uns einst zum ewigen Leben. In die Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams, des heiligen Josefs, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, auf dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, gemeinsam wollen wir nun den himmlischen Vater bitten, dass er sich über uns erbarme, dass er uns seine Liebe schenke und dass er sich uns als Vater zeige, weil wir seine Kinder sind, die um das tägliche Brot bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, hier ist Christus Jesus, unser Herr. Er ist das Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Der Leib unseres Herrn Jesus Christus schenke uns das ewige Leben. Amen. Das Blut unseres Herrn Jesus Christus schenke uns das ewige Heil. Amen.
gerufen, Gott, ist meist nicht laut, aber doch unüberhörbar. Du gibst nicht auf, du rufst immer wieder. Du lässt keinen aus. Du rufst die Liebenden und die Leidenden, die Glücklichen und die Traurigen, die Reichen und die Armen, die Jungen und die Älteren, die Gesunden und die Kranken. Du rufst mich auch, und ich höre ich deinen Ruf. Manchmal rufst du persönlich, dann wieder durch Boten, durch Gedichte und Lieder oder auch durch das Wort der Schrift. Dein Ruf will mich treffen, will mich betreffen und mich senden hinein in diese Welt. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, jetzt sind wir am Ende dieses Gottesdienstes, den wir wieder an außer- oder ungewöhnlichen Orten gefeiert haben. Diesmal hier in der Bäckerei. Wenn Jesus davon spricht, dass er das Brot des Lebens ist und wenn wir davon hören, dass Gott uns mit diesem unbeschreiblichen Brot der Liebe nähren will, dann dürfen wir immer wieder daran denken, wenn wir Brot teilen, Brot brechen, wenn wir um das tägliche Brot bitten. Schön, dass wir heute hier zu Gast sein durften. Ich wünsche Ihnen und euch allen nun den Segen Gottes. Bleibt gesund und seid gespannt, wo wir uns wohl das nächste Mal wiedersehen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne und behüte euch der allmächtige und der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.